Der dritte Abschnitt der Gewerbeanmeldung beschäftigt sich mit dem Gewerbe selbst. Wenn wir hier dieses Formular ansehen, da müssen Sie zuerst den Gewerbewortlaut annehmen. Also je nachdem, welcher Tätigkeit Sie nachgeben oder gehen, müssen Sie hier eben diesen Wortlaut angeben. Also in meinem konkreten Fall wäre es hier einerseits einfach mal die Unternehmensberatung. Wenn Sie eine Werbeagentur betreiben möchten, dann geben Sie hier einfach Werbeagentur ein und klicken dann im Anschluss darauf auf den Gewerbewortlaut suchen. Und dann finden Sie hier passend zu Ihrem Gewerbewortlaut dann auch schon einige Vorschläge. Und aus diesem Vorschlag wählen Sie dann das für Sie passende aus. In meinem konkreten Fall wäre das hier eben die Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation. Klicken das an und gehen dann schon weiter zum nächsten Punkt. Weiters können Sie hier im Zusammenhang mit dem Gewerbewortlaut dann eben auch noch gewisse Einschränkungen angeben oder wenn es gewisse Patente gibt, hier die das Wortlaut des Patentes hier ganz einfach ergänzen. In meinem konkreten Fall gibt es hier weder Einschränkungen noch ein Patent, weshalb ich dann hier in weiterer Folge bei diesem Formular einfach weitergehen kann. Der nächste Punkt oder der nächste Zeitpunkt, der abgefragt wird, ist, ab wann Sie Ihrer gewerblichen Tätigkeit nachgehen möchten. Das kann jetzt entweder heute sein, Sie können aber auch heute schon eine Anmeldung für das nächste Jahr machen. Das heißt, wenn Sie Ihr Gewerbe erst mit 01.01.2021 starten möchten, dann geben Sie hier einfach ein 01.01.2021 und dann erfolgt die Gewerbeberechtigung auch erst mit dem 01.01.2021. Das bedeutet aber dann in diesem Fall auch, dass Sie erst ab 01.01.2021 berechtigt sind, Ihr Gewerbe auszuüben. Das heißt, vorher dürfen Sie dieser Tätigkeit nicht nachgehen. In meinem konkreten Fall, oder geben wir jetzt hier einfach das heutige Datum einmal ein, um weiterzumachen. Und wenn Sie jetzt hier heute eingeben würden und dieses Formular dann heute auch gleich noch verschicken würden, dann bedeutet es, dass Sie mit dem heutigen Zeitpunkt das Gewerbe auch ab heute schon ausüben dürfen, beziehungsweise morgen dann eigentlich gleich schon loslegen können. Der nächste Punkt ist die Frage nach, oder ob Sie ein Industrieunternehmen sind, ja oder nein. Wie die Begrifflichkeit des Industriebetriebes hier betitelt bzw. definiert ist, finden Sie hier unter diesem Informationsbutton. Also Sie finden überall auf dieser Seite eben solche Informationsbutton, wo Sie noch vertiefende Fragen klären können. Und hier sehen Sie eben die Merkmale dargestellt, welche einen Industriebetrieb auszeichnen. Und je nachdem, ob Sie diese Merkmale größtenteils erfüllen oder eben auch nicht, ist dann hier eben das Ja oder das Nein einzukreuzen. In meinem konkreten Fall betreibe ich keinen Industriebetrieb und aus diesem Grund eben auch hier Nein. Und abschließend werden Sie dann im Formularabschnitt 3 noch nach dem Standort des Gewerbes ausgefüllt und wenn es in Ihrem Fall eben auch so ist, dass Sie das Gewerbe zu Hause angemeldet haben, dann und Sie vorher diesen Haken gesetzt haben, auf der Seite 2 glaube ich war es, dann wird hier die Adresse automatisch übernommen. Haben Sie den Haken vorne nicht gesetzt, dann hier einfach noch einmal die Wohnadresse eingeben oder wenn Sie einen fremden Standort haben, also ein Bürogebäude zum Beispiel gemietet haben, dann hier bitte die Adresse des Bürogebäudes angeben. Ja, und dann können wir auch schon wieder auf den weitergehen und gelangen dann zum vierten Abschnitt dieser Gewerbeanmeldung.